Also, wem das Wort Ticketsystem nicht sagt oder falls ihr mal Ticketsystem erklären müsst, ein Ticket ist immer eine Kommunikation mit einem Kunden oder einem Lieferanten oder mit irgendwelchen Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen. Und das wird in Form eines Tickets erfasst. Also ein Ticket kann zum Beispiel eine E-Mail sein, die reingeht, eine E-Mail, die rausgeht oder eine Telefonnotiz. Wenn mich jemand anruft und ich speichere mir diese Telefonnotiz ab, wird ein Ticket erstellen. Ticket könnte man am ehesten ins Deutsche übersetzen, in dem Kontext, in dem ich das verwende, als Vorgang. Also es ist einfach ein Vorgangserfassungssystem, Vorgangsverwaltungssystem. Sieht man auch hier im zweiten Punkt, die Kommunikation, die sich um diesen Vorgang dreht, wird immer in einem Ticket zusammengefasst. Also das ist der erste Vorteil gegenüber einer E-Mail-Konversation, die kann ich nicht zusammenfassen. Wenn die den gleichen Betreff haben, werden die automatisch gruppiert, je nach Programm, das ist ganz gut. Aber jetzt, keine Ahnung. Suchst du, Lars, suchst dir eine alte E-Mail von mir raus, antwortest darauf zu einem ganz anderen Thema. Das kriege ich niemals in meinem E-Mail-Programm schön abgebildet, außer indem ich es manuell in irgendwelche Ordner schiebe und mir viel Aufwand mache, das zu sortieren und nachzufassen. Ja. Beim Ticketsystem sage ich einfach, fass das zusammen mit dem alten Vorgang. Es dreht sich um dieses Projekt, Thema erledigt. Also ein Ticket enthält immer sämtliche Kommunikation, auch interne Vermerke. Das heißt, man muss nicht hin und her springen. Das war das, was ich gerade schon sagte. In der Historie sieht man die Änderung. Idealerweise, also an dem Punkt natürlich, spielt es den Vorteil aus, wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert ist, vielleicht auch mal Externe mit einbindet, müssen ja keine Angestellten sein, die in den einen oder anderen Vorgang mit reingucken müssen, regelmäßig. Man kann frühere Tickets nach Kunden oder nach Unternehmen oder wie auch immer auch schneller wiederfinden und man hat halt auch eine Volltextsuche. Auch das bietet nicht jedes E-Mail-Programm diese vier Dinge. Also es ist schon möglich, einige Dinge mit dem einen oder anderen E-Mail-Programm so ein bisschen hinzubiegen. Aber dieses Programm oder diese Art Programm ist halt dafür prädestiniert und kann halt nur das, aber das halt sehr, sehr gut.